Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass einen Stromkreis zu planen, den zu zeichnen und dann hinterher nachzubauen, dass es eigentlich immer schwierig ist. Die Aufgabe ist, ich habe eine Lampe, die soll leuchten und die soll schaltbar sein, damit ich sie also nicht immer irgendwie bloß einfach abklemmen muss. Dann erstelle ich mir mal einen ganz einfachen Plan. Nehmen wir mal an, ich nehme eine Spannungsquelle, aber ich nehme mal eine andere Spannungsquelle. Warum, sage ich gleich. Ich male mal hier ein Plus dran und hier ein Minus. Zu den Einzelheiten und so weiter, da gibt es schon genug Videos von mir, da kann man dann schön gucken. Aber ich mache das schon mal ziemlich sauber, weil ich das gewöhnt bin. Eine Zeichnung wird dann noch sauberer. Also immer schön rechtwinklig zeichnen und ich habe hier eine Spannungsquelle. Und ich stelle mir vor, hier sind ganz viele Elektronen bei einer Spannungsquelle. Und die wollen alle am liebsten hierhin zurück, wo nicht so viele Elektronen sind. So, jetzt sage ich, okay, ich habe eine Lampe. Lampe schön malen und die hat Anschlüsse. Und durch diese Lampe, das ist eine Glühlampe in diesem Fall, müssen die Elektronen durch. Ich könnte ja auch Folgendes machen, wenn ich die beiden Pole hier verbinde, ja, dann wandern alle Elektronen, die hier zu viel sind. So stellt man sich's vor, das ist die technische Stromrichtung, wandern dann sofort zum Minus. Aber ich will ja was damit machen. Also mache ich Folgendes. Ich sage, okay, dann muss ich die irgendwie verbinden. Jetzt mache ich das mal ganz hässlich. So macht man es nicht. Aber für einen Plan geht das. Schwupp. Und jetzt hätte ich schon Folgendes. Die Lampe leuchtet, aber sie soll ja schaltbar sein. Also sage ich, warte mal, nee, das geht so nicht. Dann muss ich hier einen Schalter einfügen. Schalter immer schön normgerecht machen, der hat hier Punkte, die hat er nicht umsonst und das hier hat mir auch nicht gefallen, das machen wir mal schön rechtwinklig. Das entspricht dann schon fast der Zeichnung, diese Skizze, dieser Plan, der entspricht der Zeichnung. Und jetzt kommt ein allgemeiner Praxishinweis. Ich nehme mal wieder rot und sage, okay, meine Elektronen fließen hier lang, dem Leiter hinterher, der kann länger oder kürzer sein, das ist egal. Fließen durch die Lampe, bringen den kleinen Glad Draht da zum Glühen, fließen hier wieder weiter und kommen hier an und sagen, oh, geht ja gar nicht. Das Schaltersymbol ist nicht umsonst so gemacht. In diesem Fall könnten sie hier nicht weiter fließen. Wenn ich den Schalter schließe, jetzt schließe ich den mal, schließen heißt in diesem Fall, dass man die beiden Punkte verbindet. Jetzt können die Elektronen also hier über den Schalterkontakt fließen und zurück zur Spannungsquelle und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Dabei verrichten sie Arbeit, nämlich die bringen die Lampe zum Leuchten. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Sauber zeichnet man es eben so, bloß nochmal ganz schnell der Tipp, Spannungsquelle. Ich könnte auch eine Batterie nehmen, aber das ist jetzt egal und immer schön gerade zeichnen, kann ich jetzt nicht machen. Achso, noch was. Ich kann natürlich den Schalter auch hier oben einbauen und sagen, okay, die Elektronen müssen ja doch irgendwie gehemmt werden durch den Schalter bzw. durchgelassen werden. Und ich zeige auch nochmal gleich, aber ohne das ranzumalen, wie das dann aussieht. Oh Mann, naja, nehmen wir mal an, wieder hier ist Plus und hier ist Minus. Man bezeichnet im Allgemeinen auch noch die Spannungsquelle, wie viel Spannung darauf ist, 6 Volt zum Beispiel, und wenn man dann hier noch einen Strich und Punkte dran macht, heißt das gleich Spannung. Aber das ist jetzt egal. Jetzt gehen wir mal wieder davon aus, unsere Elektronen wollen hier lang fließen. Die wollen sich ja ausgleichen, ne? Direkt machen wir nicht, das nennt sich Kurzschluss. Dann geht die Batterie kaputt, die Spannungsquelle kaputt. Das ist ein Kurzschluss. Kurz geschlossen. Kurz, also ohne den langen Weg. So, also fließen hier los und sagen, oh, geht ja gar nicht. Dann müsste ich den Schalter wieder schließen. Dann können die Elektronen weiterfließen. Durch die Lampe verrichten ihre Arbeit, diese Säulen und können zurück. Und dann sind sie fertig. Der Aufbau, und das ist immer das Hauptproblem. Leute, macht es genauso wie hier angedeutet. Und zwar, zuerst legt ihr euch die einzelnen Bauelemente, naja, ich bin ja eben ein bisschen schnell, so zurecht, wie ihr es geplant habt. Nämlich hier den Schalter. Hier eure Spannungsquelle und hier eure Lampe. Das legt ihr euch auf den Tisch so zurecht. Und jetzt mache ich das mal in Blau. Und jetzt verbindet ihr mit Kabeln. Das können blaue, rote, schwarze Kabel sein, ganz egal. Von hier erstmal zum Schalter. Jetzt guckt ihr, das habe ich gemacht. Okay, das ist geschafft. Der Schalter liegt ja schon da, da brauche ich kein Häkchen ranzumachen. Und jetzt, ach, hier
hier habe ich eine kleine Lücke, das dürfte eigentlich nicht sein. Und jetzt sage ich, okay, vom Schalter zur Lampe. Vom Schalter zur Lampe. Jetzt, andere Seite der Lampe. Von der Lampe. Och, das geht ja direkt zur Spannungsquelle. Ja, dann kann ich das Kabel direkt an die Spannungsquelle wieder anschließen. Und schon habe ich meinen einfachsten Stromkreis aufgebaut und der funktioniert dann auch. Ich werde das Ganze noch, wenn ich die entsprechenden Bauelemente kriege, nochmal mit einem Bauelement, mit Bauelementen richtiger Natura zeigen. Aber das müsste jetzt erstmal als einfaches genug sein. Das bis dahin. Jetzt kommt noch ein zweiter Teil und zwar möchte ich eine ganz andere Aufgabe erfüllen. Seid gespannt. Aber jetzt erstmal das. Ich hoffe, diese grundsätzliche Vorgehensweise hat geholfen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ich habe dann meine Zeichnung gezeichnet. Gehe mit dem Stift nochmal ab. Können die Elektronen so lang fließen? Können sie zurück zur Spannungsquelle? Ja. Wenn sie das können, fange ich an. Kabel, 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 Kabel. Ich kann ein Häkchen ranmachen. Kabel, Kabel. Aha. Und dann müsste alles funktionieren. Dann leuchtet die Lampe. Wenn man den Schalter schließt. Also wie gesagt, eigentlich einfach, aber jetzt kommen wir zu einem verzweigten Stromkreis, nämlich zu einer Parallelschaltung. Und die zeige ich dann hier im nächsten Video. Ich werde dann also hier links anbringen, überall. Achtet auch hier oben drauf. Hier klickt mal hier oben hin oder klickt mal einfach ins Video. Da ist ein i, da sind schon mal andere Erklärungen noch, die vielleicht euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr versteht es so. Bis dann. Tschüss.